Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Lennart vom Team Testify und in dieser kleinen Videoreihe sehen wir uns mal unsere Testify Commands für Cypress an. Heute werden wir uns zwei der Commands, die in unserem Base Template enthalten sind, einmal angucken. Der erste dieser Commands validiert uns, dass alle internen Links den Status Code 200 zurückgeben und der zweite validiert uns, dass alle internen Links auch laden. Ich habe hier schon mal etwas Vorarbeit geleistet für unseren Test, das ist aber nur das Drumherum. Alles, was jetzt noch nötig ist, ist, dass ihr hier einmal ein zei.tt eingibt und dann müssten euch eigentlich auch durch die Autovervollständigung hier schon alle Testify-Commands vorgeschlagen werden. Der erste, den wir uns jetzt hier angucken, ist einmal der TT Every Internal Link Status OK-Test, dann noch die Funktionsklammern dahinter und das Semikolon und dann sind wir auch hier an der Stelle schon fertig. Jetzt wechseln wir einmal rüber zu Cypress und starten hier unseren Test. So, der ist jetzt hier auch schon durchgelaufen, weil das so schnell ging. Lassen wir ihn direkt noch einmal durchlaufen. Das Ganze dauert hier jetzt nur 2 Sekunden für die Roland-Goller-Seite, um zu überprüfen, dass alle internen Links auch den Status Code 200 zurückgeben. Hier unten könnt ihr einmal sehen, welche Links alles überprüft wurden und welchen Status Code sie zurückliefern. Und hier oben könnt ihr sehen, welche anderen Links auch noch gefunden, aber geskippt wurden, weil diese auf externe Seiten verweisen. So, jetzt zurück in unsere IDE hier, gucken wir uns auch direkt mal den zweiten Command an. Dazu geben wir wieder einfach ein zei.tt hier ein und dann wird der uns auch direkt vorgeschlagen. zei.tt every internal link is loading. Die Funktionsklammern und das Semikolon und dann sind wir an der Stelle hier auch schon wieder fertig. Speichern das Ganze jetzt noch und dann gehen wir wieder rüber in Cypress. So, das lassen wir hier dann noch einmal durchlaufen. So, das Ganze ging auch wieder ziemlich schnell. Man konnte vielleicht leicht erkennen, wie der Test hier die Seiten einzeln durchgegangen ist und diese nacheinander aufgerufen hat, jeweils gewartet hat, bis diese geladen waren und dann mit der nächsten weitergemacht hat. Hier oben wieder die ganzen externen Links, die geskippt wurden. Die können wir uns ja auch angucken. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist der Teil hier unten. So einfach könnt ihr mit dem Testify Base Template überprüfen, dass all eure internen Links eurer Website den Status Code 200 zurückgeben und dass diese laden. Checkt das Ganze an der Stelle doch mal auf GitHub aus. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal.